Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Wixbotten ist eine ziemlich coole Nummer. Das macht richtig viel Spaß. Man kann damit eigentlich ohne Zusatz diverse Baustoffe zusammenbringen. Stahl, Edelstahl. Und weil das so viel Spaß macht, habe ich mir jetzt bei eBay mal so ein Set bestellt mit Schrauben, Edelstahlschrauben. Da werden wir heute eine ganz coole Sache mal draus basteln. Ich bin selber gespannt, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. Auf jeden Fall macht es wieder jede Menge Spaß und ich hoffe, ihr bleibt dabei. So, Kisten öffnen macht doch mal Spaß. Haben wir eine Menge Schrauben drin, suchen wir uns mal was raus und dann geht's hier ab. So, fangen wir mal mit einer Schraube an. Schlüsselweite 19 und dazu die passenden großen Unterlegscheiben. Und da machen wir mal die ersten Spots mit. Ich stelle ein 160 Ampere, kein Stromanstieg, kein Absenkung. Einfach nur 160 Ampere, volle Düse drauf. Mal gucken, wie das geht. So, und das Ganze jetzt natürlich mal zwei. Na, wenn man sich hier diese glänzenden Anlauffarben ansieht, einfach nur mal mit ein bisschen raufgepunktet. Ich finde das immer wieder cool, wie das klappt. So, und was ich dann auch immer sehr hilfreich finde, ist diese dritte Hand hier. Das ist eigentlich von so einem Lötkolben oder fürs Löten. Da kann man seine Schrauben und Teile super fixieren und dann ganz in Ruhe festpunkten. Mal gucken, ob wir für die Stelle vielleicht auch noch ein bisschen Zusatz nehmen hier für die Schraube, damit wir die auch richtig schön fest bekommen hier an dem Reifen. So, für alle, die es gern nachbauen mögen, diese lange Schraube ist eine M8x70. Hier vorne eine Mutter raufgezogen, hier hinten. Und jetzt verbinden wir das Ganze hier nochmal ein bisschen. So, der Lenkeransatz hier oben ist eine M8x20 mit Mutter. Und jetzt brauchen wir noch einen V-Motor, das sind auch M8x20 mit Unterlegscheiben. Die bringen wir noch in einem kleinen Winkel zusammen und dann haben wir einen richtig schönen V-Motor. Und um den Winkel schön hinzubekommen von unserem V-Motor, hilft uns natürlich wieder die dritte Hand. Aber kriegt die Masse nicht. So, nächster Schritt, Motor mit Auspuffanlage verbinden und dann an das Motorrad anschweißen.
So, jetzt nur noch anheben. Das machen wir so mit so einem alten Stückchen Übungsblech. Und dann schweißen wir das hier fest. Ja, da hoffe ich mal, dass bei den echten Motorrädern die Auspuffanlagen nicht an den Reifen festgeschweißt werden. Aber hier bei unserem Modell soll es erstmal egal sein. Motorrad braucht einen Lenker, also müssen wir uns einen aus Schrauben ranschweißen. Ja, die Spalten hier sind mir noch ein bisschen groß, die schließen wir mal mit einem schönen 2-4er-Draht. Genau so machen wir es. Ja, ich würde sagen, es fehlen noch Sitz und Tank und dann haben wir es eigentlich schon fast. Ja, jetzt noch ein Muttertank, ja, von beiden Seiten. Wir nehmen eine größere und eine kleine und die schweißen wir dann von beiden Seiten ran ans Moped und wie gesagt, diese ovale Form könnte es ja dann in etwa sein. So, das Ausrichten ist nicht so leicht, aber doch, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, ich würde sagen, wir haben einen Tank. Jetzt brauchen wir nur noch einen Sitz und da gucken wir mal, was meine gute alte Restekiste noch zu bieten hat. So, ich schmeiß ja immer nie was weg und aus diesem Grund habe ich noch so ein bisschen Rundstahl hier, schönen Edelstahl. Da werden wir uns jetzt noch einen schicken Sitz draus basteln und dann haben wir es eigentlich schon. So, im echten Leben sollte man nichts an den Tank schweißen, aber hier können wir es mal machen. Ja, ist das Teil mega cool oder ist es mega cool, ha? Was man aus ein paar Schrauben und Muttern alles so rauszaubern kann, das habt ihr heute hier in meinem neuen Video gesehen. Unglaublich, da kann man seiner Kreativität mal so richtig schön freien Lauf lassen. Mich hat nämlich ein Zuschauer vor kurzem mal gefragt, Mensch, kannst du nicht mal wieder was mit Schrauben machen? Irgendein tolles kleines Bastelprojekt. Ja, kann ich. Hier ist es, bitteschön. Und wenn ihr davon mal mehr sehen wollt oder möchtet, dass das ab und zu nochmal auf meinem Kanal vorkommt, dann schreibt es doch bitte unten in die Kommentare, welche Wünsche ihr habt, welche Vorstellungen ihr habt. Ich versuche es dann noch irgendwie zu erfüllen. Mir hat es wieder riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe auch, ihr schaltet beim nächsten Spreewälder wieder ein. Bis dahin sage ich ciao und macht's gut.